Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Keep Supernova. Mein Name ist Flaffo und bevor wir heute zu einem kurzen, aber knackigen Splatoon-Video kommen, ein paar Sachen vorweg. Vielen, vielen Dank für die vielen netten Zuschriften auf meine Kontaktanzeige hier vor ein paar Tagen, die ich vor ein paar Tagen als Video hochgeladen habe. Vielen, vielen Dank an die vielen Damen und auch Herren, die mich angeschrieben haben. Aber zurzeit suche ich jetzt doch keine Freundin. Aber trotzdem vielen Dank. Krypto hat das souverän gemeistert. Also Commander Krypto, dieser Hunger für Arme auf dem Planeten Vellon, ja, der ist jetzt wieder auf seinem Heimatplaneten. Jetzt bin ich wieder hier am Start. Euer Lieblings-Red Panda Flaffo. So, das vorweg. Ja, das vorweg. Nee, das danach. Ach, ist auch wurscht. So, wir kommen jetzt zum Spiel. Moment. So, und wir sind auch schon mit drin. Wir spielen Rangkampf Goldfisch, Operation Goldfisch, Rainmaker auf Englisch. Wer wisst ja, Kip ist ja in den Rangkämpfen nicht gerade ein Held. Ja, und gerade hier ist er schon weggesplattet worden von Johnny. Also gerade Goldfisch, Operation Goldfisch ist er besonders schlecht. Ich glaube, noch schlechter als im Muschelchaos. Aber dieses Spiel soll eine kleine. Ja, ein kleine bisschen revolutionär sein für Kips Verhältnisse. Aloha und Johnny sind erledigt. Jetzt gilt es, die Goldfischkanone an sich zu nehmen. Es sind alle Teammitglieder, alle Mitspieler sind wieder im Spiel, sind wieder im Feld, sind respawned. Kips Team wird hier kräftig beschossen. So, dank Tintenschock hat er nochmal Johnny erledigt und auch die Goldfischkanone befreit und er hat sie. Kip hat die Goldfischkanone. Oje, oje, oje. Er hat ja ein großes Talent damit, schön ins Wasser zu fallen, dann ist sie weg. Ja. Mit der Goldfischkanone kann man nämlich auch schießen, also statt mit seiner normalen Waffe, mit der Goldfischkanone. Und es gilt jetzt, den Goldfischkanonenträger zu schützen und in den Weg frei zu schießen. Und da ist ja schon der Sockel. Da ist ja schon der Sockel. Bah, kurz vor dem Sockel weggesplattet. Das ist schade, das ist bitter. Aber so weit ist Kip noch nie gekommen. Noch nie mit seiner. Und vorbei. Und was haben wir? Einen eindeutigen K.O.-Sieg. Einen K.O.-Sieg für Kips Team. Und zwar hauptsächlich auf Kips Leistung hin. Er ist hier auch auf Platz Nummer 1. Ja, wunderbar. Das ist wirklich eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Herzlichen Glückwunsch, Kip. Genieße es, genieße es. Vielleicht waren ja auch die Gegner ein bisschen schwach, weil die haben schon ganz schön rumgesplattet. Gut, das war's für heute in diesem kurzen kleinen Video. Danke, dass ihr es angeschaut habt. In der nächsten Woche wird es ein paar Videos, vielleicht sogar einen Livestream geben, wo Kip mit ein paar Nintendo-Freunden mitgespielt hat, unter anderem mit Splatboy. Grüße gehen an Splatboy raus. Vielen, vielen Dank. Hat sehr souverän gespielt. Ihr könnt gespannt sein. Ich packe euch den Link zu Splatboys Kanal. Er hat mich hier auch einen Kanal auf YouTube in die Beschreibung. Und ja, schaut bei ihm vorbei, abonniert ihn und so weiter. Ja, wir unterstützen sie ja ein bisschen gegenseitig. Und schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr ein Video oder wollt ihr einen Livestream sehen von dem Spiel mit Freunden. Also es sind ein paar, mir fällt das Wort jetzt nicht mehr ein, das ist ein Werbespiel. Ein paar Revierkämpfe mit Splatboy und ein paar Revierkämpfe mit anderen Furry Friends. Ja? Gut, und ja, schreibt mal, ob ihr das live sehen wollt oder ob ihr es lieber ein normales Video sehen wollt. Ich schätze mal nächste Woche irgendwann mal gucken. Ja? Auch ein Nightstream steht demnächst wieder an, wobei, ja, das sieht so ziemlich düster aus. Bei Spore sieht es ziemlich düster aus. Ich traue mich gar nicht, euch da mehr darüber zu erzählen. Aber lasst euch überraschen. Schreibt in die Kommentare, wollt ihr lieber live oder wollt ihr fertige Videos? Das war's dann auch schon. Bleibt gesund, bleibt neugierig und ich wünsche euch einen schönen Tag in die neue Woche, falls ihr das hier jetzt am Sonntag guckt. Bis dann. Tschüss.